heutigen Video soll es um Harvey Dent gehen, besser bekannt als Two-Face. Er gehört zu den ikonischsten und beliebtesten Batman-Schurken. Dementsprechend alt ist er auch. Sein erster Auftritt hatte er 1942 in Detective Comics 66 und erschaffen wurde er von Bob Kane und Bill Finger. Anfangs hieß er auch noch Harvey Kent, der gutaussehende und beliebte Bezirksstaatsanwalt von Gotham City. Als der kriminelle Mafia-Boss Salvatore Maroni wegen Mordes angeklagt war, ist auch Batman als Zeuge mit am Start gewesen. Harvey zückte im Gerichtssaal eine Doppelmünze, die Maroni gehört, und diese wurde natürlich am Tatort gefunden und beweist, dass Maroni schuldig ist. Als Maroni kurz vor der Niederlage stand, schüttet er Harvey etwas Schwefelsäure ins Gesicht. Als er nach einer Woche seinen Verband abgenommen bekommt, kommt die schreckliche Wahrheit ans Licht und Harvey erkennt, dass die linke Seite seines Gesichtes schreckliche Narben aufweist. Batman versucht ihm zu helfen, doch der einzige plastische Chirurg, der ihm helfen könnte, ist nach Deutschland gereist, wo er von den Nazis gefangen genommen wurde. Die Menschen auf der Straße konnten den Anblick seines Gesichtes nicht ertragen und auch seine Verlobte Gilda ist genauso entsetzt wie der Rest der Menschen. Er zerstört aus Wut Gildas Kunstwerke, alle Spiegel und nimmt schließlich die Doppelmünze von Maroni. Eine Seite blieb sauber und in die andere machte er einen Kratzer. Diese Aktion bringt ihn auf die Idee, das Schicksal zu entscheiden. Wenn er die Münze wirft und die saubere Seite kommt zum Vorschein, dann wird der plastische Chirurg irgendwann freigelassen und er kann wieder in sein normales Leben zurückkehren. Zumindest glaubt er das. Bei der vernarbten Seite würde er sein Leben dem Verbrechen widmen. Die Münze landet natürlich auf der vernarbten Seite, die Geburt des Meisterkriminellen Two-Face. Dabei lässt er sich auch von Dr. Jekyll und Mr. Hyde inspirieren. Er hat auch ein neues Versteck, was ebenfalls in zwei Hälften geteilt ist, genauso wie seine Persönlichkeit. Two-Face nutzt die Münze, um zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Wenn die vernarbte Seite gewinnt, dann kommt seine böse Persönlichkeit zum Vorschein. Er tobt, zerstört, plündert und raubt andere aus. Aber wenn seine gute Seite gewinnt, dann hilft er auch anderen Menschen oder spendet seine Beute an wohltätige Zwecke. Das führt dazu, dass die Meinung der Menschen über ihn ebenfalls gespalten ist. Schnell wird auch klar, Two-Face schreckt nicht davor zurück zu töten. Er tötet einen seiner eigenen Leute, nachdem die schlechte Seite der Münze zum Vorschein gekommen ist. Nachdem Two-Face ein Theater bzw. das Publikum ausgeraubt hatte, folgte Batman ihm zu seinem Versteck. Batman versucht ihn davon zu überzeugen, das Leben als Krimineller hinter sich zu lassen und sich auf die Seite des Gesetzes zu stellen. Two-Face hält das Angebot für ziemlich verlockend, aber er muss diese Entscheidung ebenfalls der Münze überlassen. Allerdings landet sie auf keiner Seite, sondern bleibt auf der Kante stehen. Two-Face sagt zu Batman, dass er somit keine Entscheidung treffen kann und steckt die Münze wieder in seine Brusttasche. In dem Moment kommt ein Polizist rein, schießt auf Two-Face. Dieser überlebte das Ganze, überwältigte Batman und den Polizisten bzw. konnte er die Flucht ergreifen. Dann merkte er, dass die Kugel die vernarbte Seite der Münze getroffen hat. Deshalb beschließt er, seine alte Identität aufzugeben und seine kriminelle Karriere als Two-Face fortzusetzen. Bis heute prägte er die Kriminalität Gotham Cities mit und gehört zu den erfolgreichsten und gefährlichsten Gegenspielern des Dunklen Ritters. Aber im Golden Age kam es tatsächlich auch recht schnell zu seinem vorläufigen Ende als Two-Face. In Ausgabe 80 der Detective Comics Serie hatte Two-Face vor, Batman zu erschießen, aber im letzten Moment kam seine große Liebe Gilda reingesprungen und Two-Face hatte sie tödlich verwundet. Sie überlebte ganz knapp und das war der Moment für Two-Face, seine kriminelle Karriere aufzugeben. Er machte seiner Gilde einen Heiratsantrag und stellte sich vor Gericht und saß seine Strafe schließlich auch ab. Ebenfalls hatte er das Glück, dass sein Gesicht von einem plastischen Chirurgen wieder gerettet werden konnte. Seine Münze landete im berüchtigten Trophäenraum von Batman. Im silbernen Zeitalter der Comics ist Two-Face überhaupt nicht relevant gewesen, was bedeutet, viele Jahre seiner Geschichte sind lückenhaft. Erst 1971 entschied sich Dennis O'Neill, Two-Face in der Geschichte Half and Evil in Batman 234 zurückzuholen und in die aktuellen Batman-Geschichten zu integrieren. Batman informierte Alfred, dass sein langjähriger Feind Two-Face wieder kriminell unterwegs ist. Man sah auch nochmal die Szene, wie sein Gesicht entstellt worden ist. Der eine oder andere fragt sich dann,
dann sicherlich, hä, wie geht das? Er wurde doch in Detective Comics 80 wieder davon geheilt. Ja, das stimmt auch. Diese Version ist aber auf Erde 2. Dies passierte bereits 1961 in Flash of Two Worlds, ein großes Comic-Ereignis, was quasi das Multiversum eingeführt hatte, beziehungsweise eine zweite Erde. Der alte Two-Face war dementsprechend auf Erde 2 und der neue Two-Face auf Erde 1. Two-Face ist zu dem Zeitpunkt auch richtig gut angekommen und ist gar nicht mehr wegzudenken gewesen. Hauptgrund dafür natürlich auch der düstere Erzählungsstil und die Zeichnungen des Kreativteams Dennis O'Neill und Neil Adams. Sein Nachname wurde mit der Zeit auch von Kent in Dent umgeändert, weil man mit dem Namen Kent natürlich Clark Kent bzw. Superman verbindet. Nach der Crisis 1985 blieb sein Ursprung praktisch unverändert. In Showcase 93 Ausgabe 7 gab es nochmal eine kleine Geschichte, was seinen Ursprung erzählt, aber etwas deeper wurde es dann in der Storyline Long Halloween. Harvey Dent gehört hierbei zu den Hauptcharakteren. Sein Vater war ein psychisch kranker Alkoholiker, der ihn regelmäßig schlug, aber er entschied es jedes Mal mit Hilfe eines Münzwurfes, ob er seinen Sohn misshandeln sollte oder nicht. Es löste einen inneren Kampf in Harvey aus und führte dazu, dass er selbst nicht mehr in der Lage war, Entscheidungen zu treffen. In jungen Jahren wird auch eine dissoziative Identitätsstörung diagnostiziert. Er schaffte es aber erfolgreich, seine Krankheit vor anderen zu verbergen. Dank seiner hohen Arbeitsmoral stieg er schnell in den Reihen der Staatsanwaltschaft von Gotham City auf und wurde zum jüngsten Staatsanwalt in der Geschichte von Gotham. Er arbeitet dabei mit Batman und Jim Gordon, um Gotham von dem organisierten Verbrechen zu befreien. Als Harvey Salvatore Maroni anklagt, wird er bekanntermaßen von Schwefelsäure getroffen. Maroni bekam die Säure vom korrupten Staatsanwalt Vernon Fields. Dieser wurde vom Gangsterboss Carmine Falcone bestochen. Harvey erfindet sich als Schurke Two-Face neu, mit seiner Münze natürlich, und rächt sich an Falcone, Vernon Fields und Maroni. Wird am Ende aber von Batman gefangen genommen und landet im Arkham Asylum. Auch wichtig zu erwähnen ist der Auftritt in Batman 409. Dort wird bekannt, dass Two-Face den Vater von Jason Todd ermordet hat. Wenn ihr mehr dazu und Jasons Geschichte bis hin zu Retro erfahren wollt, checkt gerne mein Video dazu ab. In der Storyline Niemandsland beanspruchte Two-Face einen Teil der zerstörten Stadt für sich und lässt sich im Rathaus von Gotham nieder. Sein Imperium wurde dann später von Bane gestürzt. Two-Face entführte daraufhin Jim Gordon und stellte ihn vor Gericht. Gordon schaffte es, die gespaltene Psyche von Two-Face zu nutzen, um Harvey Dent als seinen Verteidiger zu fordern, was zu einem Gerichtsduell zwischen Dent und Two-Face führte, den Dent zugunsten von Jim Gordon gewinnen konnte. In der Zeit trifft er auch auf Renee Montoya, die es schaffte, die Harvey Dent-Persönlichkeit zu erreichen, und Harvey verliebte sich sogar in sie, auch wenn es nur einseitig ist. Kurze Zeit später trifft er in Batman Hush auf den brillanten Chirurgen Dr. Thomas Elliot, der kompetent genug war, Harveys Gesicht durch plastische Chirurgie zu reparieren. Dents geistiger Zustand war wiederhergestellt und Two-Face schien für immer verschwunden zu sein. Er stand wieder auf der Seite von Recht und Ordnung und arbeitet auch die nächste Zeit wieder eng mit Batman zusammen. Aber dieser Zustand sollte nicht lange anhalten. Ein Jahr später kämpft Harvey Dent in seiner Wohnung mit der Two-Face-Persönlichkeit. Er hatte zwar das ganze Jahr über ein gutes Gefühl, als Vormund für Gotham zu agieren, aber seitdem Batman wieder zurückgekehrt ist, hat er das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden. Außerdem wird er auch noch verdächtig, mehrere Kriminelle getötet zu haben. Sie erinnerten sich an alte Zeiten und redeten sich ein, dass sie die Besten gewesen sind, besser als Catwoman, Pinguin oder der Joker. Harvey wirft eine Münze und die Münze entscheidet, dass er wieder zu Two-Face wird. Er schnappt sich ein wenig Säure und ein Skalpell, die Rückkehr von Two-Face. Gehen wir weiter in Richtung New 52, die 2011 gestartet ist. Die Kindheit von Harvey Dent und seine Staatsanwaltskarriere blieb größtenteils unberührt, aber wie er zu Two-Face geworden ist, wurde auf jeden Fall verändert. In der Batman und Robin Serie gibt es einen Two-Face-Handlungsbogen zwischen den Ausgaben 23.1 bis 28. In seinem letzten Fall hatte Dent die McKillen-Schwestern hinter Gittern gebracht. Während eine von ihnen Selbstmord begann, hatte Erin McKillen den Plan auszubrechen und sich an Harvey Dent zu rächen. McKillen entführte Harvey, tötete seine Frau Gilda und fesselte ihn an einen Tisch
bis sie ihn dann schließlich auch Säure ins Gesicht schüttet. Eine Hälfte seines Gesichtes ist vernarbt und durch das Trauma, was er erlebte, wurde er auch noch verrückt, entwickelte eine zweite Persönlichkeit und wurde zu Two-Face. Jahre später kam dann McKillen wieder zurück nach Gotham City, um Two-Face zu töten und seine kriminellen Machenschaften zu übernehmen. Aber Batman konnte beide daran hindern, sich gegenseitig zu töten. Two-Face ruft Batman mit dem Namen Bruce und verrät, dass er Batmans geheime Identität kennt. Er hatte innerlich lange damit gerungen, ob er seinen ehemaligen Freund töten sollte, hat sich aber immer dagegen entschieden, weil es seinen Sinn für Gerechtigkeit verletzt hätte. In Ausgabe 28 deutet auch alles auf einen Selbstmord von Two-Face hin, den er aber überlebt hatte. 2016 begann ja das Rebirth-Zeitalter und Scott Snyder thematisierte in den ersten 5 Ausgaben der All-Star-Batman-Serie die Freundschaft zwischen Bruce und Harvey. Batman beschließt, alles zu tun, was nötig ist, um Two-Face zu heilen. Auf ihrem Weg bekamen sie es mit mehreren Gegnern zu tun, wie Killer Maud, Firefly, Black Spider oder auch KG Beast. Aber man bekam auch immer mal wieder Rückblicke ihrer Jugend und Kindheit und da wurde dann auch schnell klar, dass Harvey und Bruce sich bereits ziemlich lange kennen und es die erste richtige Freundschaft von Bruce Wayne gewesen ist. Später arbeitet er sogar Back to the Roots mäßig mit Jim Gordon und Batman zusammen, um gegen den Cobra-Kult zu kämpfen, aber er ist bis heute immer noch ein Schurke und das ist auch ganz gut so. Kommen wir zu seinen Kräften und Fähigkeiten. Er hat zwar keine übermenschlichen Fähigkeiten, aber ist dennoch ein echt guter Kämpfer, weil er von Batman höchstpersönlich umfassend im Nahkampf geschult worden ist. Seine Spezialität dabei ist Kung Fu. Er war ein erfolgreicher und versierter Anwalt, der sich in nahezu allen Angelegenheiten des Strafrechts bestens auskannte und über umfassende Kenntnisse der Kriminalwelt verfügte. Two-Face ist ein charismatischer Anführer, Redner und Drahtzieher, ein kriminelles Genie. Er schafft es in kurzer Zeit, viele Anhänger auf seine Seite zu bringen und perfekt strategisch in Einsatz zu bringen. Deshalb gehört er auch zu den großen Jungs in Gotham Citys Unterwelt. Two-Face ist aber auch ein geschickter Schütze und beherrscht die meisten Waffen, die er auch regelmäßig benutzt. Er ist sehr schmerzresistent und erholt sich in kürzester Zeit von Verletzungen. Er baute auch eine Art toxische Immunität auf, beziehungsweise kann er den Pheromonen von Poison Ivy widerstehen. Seine Achillesferse ist auf jeden Fall seine Münze, mit der er quasi jede Entscheidung trifft und das geht halt manchmal auch mal in die Hose. Ihr solltet jetzt einen guten Einblick in den Charakter Two-Face bekommen haben. Natürlich kann man bei der langen Geschichte auch nicht auf jede Story eingehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne etwas Liebe da und damit sage ich bis zum nächsten Mal, eure Nerdcobra.